Am 27. Oktober informierten die Veranstalter der 11. Präventionswoche im Zeughaus in Wismar über das geplante Programm. Die 11. Präventionswoche wird unter dem Motto Cool, Clever, Clean, ohne Alkohol und Nikotin vom 6. bis zum 13. November in der Hansestadt und im Landkreis stattfinden. Neben der Presse waren Vertreter der einzelnen Akteure der Präventionswoche vor Ort sowie Bürgermeister Thomas Bayer, der die Veranstaltung ebenfalls unterstützt und wertschätzt. Na, Prävention ist ein Dauerthema und diese Präventionswoche führt dazu, so nehme ich das jedenfalls wahr, und so wird es ja auch zurückgespiegelt, dass das Thema dann einmal noch mal stärker ins Bewusstsein gehoben wird. Aufgrund von Corona ist das Programm in diesem Jahr ein wenig abgespeckter. Nichtsdestotrotz wird es beispielsweise ein Kinder- und Jugendkino geben. Außerdem sind Fachvorträge für Erwachsene sowie Seminare für Kinder zu verschiedensten Themen geplant. Die AOK Nordost war von Anfang an ein Partner der Präventionswoche und unterstützt diese selbstverständlich auch in diesem Jahr. Die AOK ist da immer bestrebt, auch Richtung Prävention aktiv zu werden. Und über diese Präventionswoche erreichen wir halt so viele Kinder, Jugendliche, auch Erzieher, Eltern, praktisch alle Gruppen, um ohne erhobenen Zeigefinger auch wirklich zu zeigen, Prävention ist machbar, ist möglich. Alle Veranstaltungen sind geplant und verfügen über ein sehr gutes Hygienekonzept. Dennoch weisen die Veranstalter darauf hin, dass es Corona-bedingt zu Absagen kommen kann.